Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier in GTA. Wir treffen uns mit der Terra und was passiert und was gesprochen wird, das seht ihr hier. Viel Spaß! Guten Tag. Hi. Na, alles klar? Hübschen Flieder. Was ist da los? Ja, wir werden ein bisschen pink und rosa zwischendurch. Ja, bei mir ist Gott sei Dank wieder alles gut. Migräne ist weg. Gott sei Dank, Herr. Ah, ja, hör mir auf. Ja, so ein Migräneanfall ist schon übel. Ja, also ich muss nachher wirklich, na, ich wollte halt mein Auto ausparken und dann habe ich Angst gehabt, dass ich irgendwo dagegen falle. Da weiß ich nichts mehr und jetzt steht das Auto halt da irgendwie. Aber ich kann es nicht mehr aufspüren, das denke ich. Jetzt wurde es wahrscheinlich abgeschleppt. Ach, keine Ach Ahnung. So. Das ist ja kacke. Ach, ja, egal, da kümmere ich mich gleich drum. Das ist, Hauptsache mir geht's wieder gut. Das ist mir das ja. Wichtigste. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Der Migräne ist böse. Ja, vor allem das ganze Wochenende hier, das hat mich aufgeregt, ich sag's dir. Das glaube ich. War hier erstmal Käffchen für dich. Dankeschön. Bitteschön. Ja, sonst, was gibt es Neues? Wie war ja. Euer betrunkener Abend noch letztens? Weißt du, mit wem ich unterwegs war? Ja, mit Sam hast du doch gesagt. Ja. Stimmt, das habe ich noch gesagt, ja. Ach, ja, war alles okay. Also, es war halt nur ein bisschen komisch. Sie hatte halt Stress mit ihrem. Ach ja, Alter, da standest du doch dann so nebendran, ne? Ja, genau. Dann kam noch Damien dazu. Der hat sich dann aufgeregt über das, was ich auf Twitter geschrieben habe. Oh, ach, übelstes Drama. Ja, das hast du mir noch erzählt, dass der das irgendwie nicht so geil fand. Er sich dann gemeldet hat. Die ganze Zeit nicht, aber da dann schon. Ja. Und dann konnte ich mir das halt nicht, mein anderen Kommentar konnte ich mir dann nicht verkneifen. Was war dein anderer Kommentar? Damien wollte auf meinen Twitter-Post antworten, wo er neben mir stand. Und dann meinte er, ach nee, er antwortet jetzt nicht drauf, weil nicht, dass dann irgendjemand, oder dass dann die Leute nichts mehr mit mir unternehmen wollen. Und dann hat er es gelassen und dann habe ich halt nur vielleicht auf Twitter gepostet, tut mir leid, Leute, wird heute nichts, der Pantoffel steht über mir. Vielleicht habe ich das geschrieben. Finde ich gut. Aber danach gar nicht mehr. Es ist bestimmt so viel auf Twitter passiert. Ob da jetzt noch was kam. In der Zwischenzeit gab es bestimmt schon wieder 500.000 Tweets. Ja, ich weiß. Ich muss das aber jetzt noch hier. Ja, das ist schon, kannst schon gar nicht mehr dahin scrollen. Ach, schade. Schade. Ja, es klang schon witzig. Ich fand den Post prinzipiell schon cool, weil irgendwie sonst ist ja nichts los in der Stadt. Und wenn da mal sowas kommt, ist erfrischend. Ja, gut, ich hätte jetzt halt niemanden zu uns nach Hause einladen können. Ich glaube, dann wäre er durchgedreht. Aber ja. Egal. Ich habe meine Rache gekriegt. Ich habe meinen Migräneanfall gehabt. Weißt du, der liebe Gott, der straft die kleinen Sünden immer sofort. Sieht ganz so aus, ey, du Arme. Ja, und bei dir, was gibt's bei dir sonst so Neues? Ach du, eigentlich gar nicht so viel. Ich habe mich letztens mit Nova getroffen. Die hat sich einen Motorradführerschein gemacht. Echt? Okay. Ja, und die hat ein Motorrad von mir ausgeliehen, wollte mal ein bisschen üben und Probe fahren und so. Ich habe da jetzt vorher mal geschrieben, kam aber noch keine Antwort, ob sie ihr denn jetzt gefallen hat oder nicht. Mhm. Genau. Und ansonsten eigentlich nicht viel, weil es eben oben im Palito für eine Versicherung, Flottenversicherung an... Einen vom MC, die kamen zu zweit und das, ich weiß nicht, ich finde die Jungs irgendwie cool. Ja. Also anscheinend ist Rako ist irgendwie raus oder so, haben sie gemeint. Echt? Ja, und der hat auch irgendwie, ich glaube, ja, der ist quasi komplett raus und auf null und keine Ahnung. Die meinten auch, der kann sich ja nicht so viel erinnern. Vielleicht hat er einen Unfall, weiß nicht, ich habe nicht genau nachgefragt. Und nochmal irgendeiner sei raus, ich glaube der Micha oder so. Den hatte ich nämlich auch noch eingespeichert. So, ja, der ist auch raus. Aber ansonsten
Ich weiß nicht, ich fand das mega cool, weil irgendwie finde ich so, die Leute vom MC, mit denen kann man sich unterhalten. Jetzt auch Ja. immer, wenn ich die irgendwo getroffen habe, das ist nicht so. Kennst du das, wenn du dich zu fremden Leuten irgendwie hinstellst und du sagst so, hi, ja, und ja, gut, jetzt Ja, weiß ich dann nochmal, was reden soll ich so. die Das drehen habe sich ich mit weg, denen ne? irgendwie nicht. Mit denen kann man sich gut unterhalten, finde ich. Ja, das ist super. Ja, das, Ich also ich mag meine, ich kam mit den Jungs ja auch super aus. Wenn ich nicht immer so viel arbeitstechnisch um die Ohren hätte, mir tut schon fast leid, weil ich habe Rick eigentlich schon gesagt, dass ich eigentlich viel öfter wieder vorbeikommen will. Und Aber was ich weiß sagt halt Damien dazu? mir egal, was er dazu sagt. Session. Das sind meine Freunde. Also ich meine, ich bin ja mit denen auch vorher gut befreundet gewesen. Wieso soll ich zu irgendjemandem den Kontakt abbrechen? Also ich sag doch Damien auch nicht, mit wem er sich zu treffen hat und Ja. mit wem nicht. Also mal davon abgesehen, dass ich glaube, mit keinem in der Stadt hier irgendwie Stress habe. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ja. Nee, also, ich weiß nicht, das war bei uns halt manchmal Thema, so dass ich mit seinen Feinden abgehangen bin und das geht gar nicht, aber er ist halt auch mit meinen, in Anführungsstrichen, Feinden abgehangen. Und wir hatten da mal eine Mega-Diskussion drüber und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ist halt irgendwie, wir hängen halt mit den Feinden von den, also das ist halt einfach so. Weil ich hatte jetzt nicht vor, mit Leuten den Kontakt abzubrechen oder zu jemandem zu sagen, du, also mein Verlobter mag dich nicht, ich rede jetzt nichts mehr mit dir, so. Und andersrum ist ja genauso. Ich hatte am Anfang mega Probleme mit Hendrik. Und er ist halt die ganze Zeit mit ihm rumgerannt, so. Und dann bin ich mit Vincenzo rumgerannt. Und er hatte aber eigentlich ein Problem mit Vincenzo. Dann ist er mit den Grünen rumgerannt, mit denen ich ja erst recht ein Problem hatte, weil die mich halt bedroht haben und so. Ja, und irgendwie war das dann so. Ja, Ja, du das hängst wird. mit den Grünen ab, die mich bedroht haben, aber kackst mich an, weil ich mit Vincenzo Kaffee trinken war. Ja. So. Ja, aber das. Er hat das dann schon immer irgendwie so eingesehen. Dann war das auch wieder okay. Also ist ja auch blöd. Ich fände es jetzt auch dumm, zu ihm zu sagen, hey, deine Freunde, die mag ich nicht, geh mal weg von denen. So. Haben wir dann irgendwann einfach bleiben lassen. Ich glaube, das hat halt bei uns auch, also bei uns wird das halt in dem Sinn schwierig, ne, weil, ja, wie soll ich das sagen? Also, wir sind ja fast alles, Geschäftspartner von mir. Keine Ahnung, wie ich das formulieren soll. Ja, wie gesagt, ich finde es halt auch irgendwie, ne, das ist ja einfach dämlich. Ich habe vorhin jetzt auch nachgefragt, weil der Owen meinte eben, ne, dass die wohl mal ein Problem hatten, ins Unicorn zu kommen, damals, als sie sich Corbin schnappen sollten, wo die verkauft worden sind doch. Da hast du die wohin geschickt, sie sollen sich Corbin einfangen und Was? Ich habe irgendwie ihn so. nirgendwo hingeschickt. Du hättest Was? wohl gesagt, wo die Männer versteigert worden sind. Ach, an dem Tag, wo ich mich von Corbin War das? getrennt habe. Nee. Nee, 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 nee. Das war, meine ich, davor. Ach, Also. keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte er, die sind dann irgendwie nicht wirklich reingekommen und da gab es irgendwie Drama, weil wegen Kater und keine Ahnung. Da habe ich gesagt, das ist, Amelie ist. Ich habe dann Amelie auch gefragt, die sagt auch, jeder kann ins Unicorn, egal ob MC oder sonst was. Ist halt dämlich, wenn diese ganzen, wer mag wen und wer ist mit wem befeindet, Gang-Dinger irgendwie halt dann aufs Geschäft von Amelie oder Ja. so überschweifen. Das ist halt blöd. Vor allem kann Amelie da ja auch nichts dafür, also. Eben. Und wenn man sich dann für eine Dings entscheiden muss, ich bin da eh nicht so der Freund davon, weil ich zum Beispiel, was soll ich jetzt machen? So, gehe ich ins MC, heißt es gleich wieder, ich falle irgendwem in den Rücken oder erzähle irgendwelche Sachen. Ja. Aber ich bin doch auch nicht dämlich, ich sag doch nicht, ich halte mich vom MC fern, nur damit Damien besänftigt ist, wenn ich mit Damien aber gar keinen Kontakt mehr habe. So. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir beste Freunde und ich bin dem jetzt irgendwas schuldig oder so. Also halt. Ist halt mir egal. Also ich rede mit denen ja auch nicht unbedingt viel über Damien, so. Außer, ja, ist mein Ex. Damals scheiße gelaufen. Fertig. Ja, ich glaube, das wird Aber. er auch irgendwann mal dann, soll ich sagen, akzeptieren. Ja. Keine Ich denke schon auch. Nee, also, wie gesagt, das war dann damals kein Problem mehr. Ich glaube jetzt auch nicht, dass du da ein Problem damit hast. Oder so. Ahnung. Oder dass es halt bei euch ein Problem wird. Also die einzige, um die ich mich noch kümmern muss, ist hier diese Tante vom PD. Welche Tante vom PD? Gibt es eine, die wechselt irgendwie dauernd ihre Haarfarben? Das ist sie wohl, die war irgendwie mal blauhaarig, grünhaarig. Jetzt ist sie schwarzhaarig und die gräbt die ganze Zeit Damien an. Ach Quatsch. Ach Quatsch.
Und ich fand, also erstmal. Die Polizistin, die den Kriminellen angreift, das ist ja auch spannend. Ja, das werde ich ihr auch sagen. Da sage ich ihr, die soll jetzt die Finger davon lassen, weil ich weiß nicht, was Rossi davon hält, dass hier Polizisten mit Kriminellen flirten. Müsste Damien denn das schlechte Licht drücken? Gut, die ganze Stadt weiß doch, dass der Kriminell ist. Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, da mache ich jetzt kein Gar. Also, ja. Nee. Das ist gar. Also für Rossi ja ist recht nicht. Also die zwei kennen sich ja auch schon. Ja, ja. Das stimmt wohl. Ich kann mich doch nicht irgendwie an vergebenen Typen als Polizistin ranmachen. Was ist denn das für eine Masche? Ja, das ist schon ein bisschen kacke. Und halt, ja gut, es war halt von Damien am Anfang auch. Also das fand ich auch halt krass, ne? Aber da hat er mir das so erzählt und ja, und sie will ja sich mit ihm auf einen Kaffee treffen und hier Schokolade essen und keine Ahnung was. Ach was. Und dann, weißt du, was er zu ihr gesagt hat? Was? Er kann nicht, weil sein Terminkalender ist aktuell so voll. Ja, das ist typisch Damien. Und dann sage ich, dann wirst nicht irgendwie da in den Sinn gekommen zu sagen, nee, ich habe eine Freundin, sondern du sagst einfach nur, mein Terminkalender ist voll. Und dann muss das ihr wohl noch gesagt haben dann irgendwann mal, dass er mit mir zusammen ist und sie gräbt halt trotzdem noch weiter. Und jetzt versuche ich es halt noch einmal freundlich. Ja. Dann, ja. Funny. Ja, ich finde, das ist nicht so funny. Also, mir ist das halt so echt noch, also, nie passiert. Drum finde ich es so spannend gerade irgendwie. Ich habe irgendwie selten mitbekommen, dass hier vergebene Männer angegraben werden. Dann noch von einer PD-Lerin. Es ist halt schon die zweite, von der ich mitkriege, ne? Ich weiß nicht, was und Damien sagt auch, ne, wo er sich von dir getrennt hat, keine Frau hat sich für ihn interessiert. Warum ist er mit mir zusammen hier? Tauchen hier diese notgeilen Weiber auf wie hier, keine Ahnung, Pilze auf dem Boden. Naja, vielleicht strahlt er jetzt nicht mehr Mitleid aus, sondern Power und Selbstbewusstsein. Man weiß ja nicht. Wann war doch sowas mit der Ausstrahlung zum Tun? Vielleicht hat ihn die Trennung doch ein bisschen mitgenommen. Und jetzt, wo er dich hat, ist er wieder gestärkt und ist wieder glücklich mit sich selber und mit dir. Den gebe ich auch mal Ausstrahlung. Den gibst du mal deine Ausstrahlung, Alter. Ich wollte gerade sagen, das ist also ganz ehrlich, das ist die falsche Wiese, auf der die grasen. Also. Also ich würde ihn auch herzlichst davon abraten. Mal ganz herzlichst. Das ist mir egal, ob das Bedienerin ist oder keine Ahnung was. Also. Wenn sie fehlt, dann fehlt sie. Ich wollte gerade sagen, und wenn es sich rumspricht, dann spricht es sich rum. Meine Güte, dann habe ich danach meine Ruhe. Ja, ist so. Das stimmt. Aber ich bin ja ein netter Mensch. Ich mache das erstmal auf die freundliche Art und Weise. Ja, man will ja Chancen geben. Man will ja nicht direkt sagen, puh. Ja. So, man will ja erstmal sagen, so, gute Dame. Einzige und letzte Chance. Sag's einmal ruhig. Finger weg. Was willst du mir denn? Also, wenn es Krieg gibt, ich bin dabei, ne? Und ich bin auf deiner Seite. Das ist schön, dass du dich so dafür einsetzt. Die Frage ist nur, was brülle ich dann? Brülle ich dann, lass die Finger von meinem Ex oder brülle ich dann, lass die Finger von seiner Freund, von ihrem Freund? Ich finde beides irgendwie witzig, ja. Stell dir das vor, wie wir auf sie einprügeln oder ihr hinterher rennen. Lass die Finger von meinem Ex! Der ist mit Gerard zusammen! Verschwinde! Das ist die einzige Nachfolgerin, die ich akzeptiere, geh weg! Oh, das wäre doch gut. Das wäre gut. Ja. Ja. Da muss ich mal gucken. Aber ich muss erst dann ins PD. Vielleicht läuft mir die nette Dame über den Weg. Dann kann ich hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Na, praktisch. So, ach übrigens, was ist mit meinem Auto? Und wenn wir schon dabei sind, du blöde Kuh. Ja. So ungefähr machst du das. Oder? Wie? Hat dir Damien eigentlich das selber noch erzählt, dass er mir ins Motorrad gekommen ist? Oder dass die mir mit dem Auto ins Motorrad gekommen sind? Nee, das hat er irgendwie. Aber ich konnte es ja schlecht erwähnen. Verdient. Du hast verdient. Oder hat er es erzählt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil, wie immer, charmant. Damien ist einfach. Damien ist auch unglaublich charmant. Der ist auch manchmal versehentlich so charmant. Ich weiß doch, nicht, ob du sowas schon erzählt. Hat er? Ja, mit den Worten rothaarige Hexe. Oh, nett. Wenn wir bei charmant sind. Ja.
Ich weiß aber, irgendwie habe ich immer noch nicht auf dem Schirm, was ich dem getan habe, warum der so. Ich meine, gut, dann ist es halt so, aber. Ich meine, es hätte jetzt eine schlimmere Trennung geben können, nachdem er mit mir per SMS Schluss gemacht hat. Ich hätte auch Ja, sagen das stimmt. können, ich will das Haus oder ich will die Möbel oder keine Ahnung. Ich habe geschaut, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme, dem den Schlüssel gebe. Und fertig. Ja, Ich habe ja ja. nichts mitgenommen. Ich habe ja nicht mal großen Drama gemacht. Das war halt eines der friedlichsten Trennungen, die man sich vorstellen kann. Wenn ich mir jetzt deine und Corvins Trennung anschaue, ich weiß ja nicht, welche da friedlicher verlaufen ist. Also ich muss, also für mein Temperament muss ich sagen, Ja, war dass das ich definitiv noch friedlich. ja, Ja, also. schon. Aber jetzt im Vergleich zu Damien und meiner Trennung und eurer, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe halt einfach gesagt, ja, schade, finde ich blöd. Hätte es mir auch anders sagen können. Okay, hier ist der Hausschlüssel. Ciao, schönes Leben. So, das war's. Kein großes Drama, kein Streit, kein Gezicke. Und er nennt mich jetzt Hexe. Dann denke ich mir so, ich habe das gar nicht verdient. Ich Ja, habe hast das du nicht, aber du hab kennst das ihn gar doch. nicht verdient. Eigentlich sollte ich ein bisschen zicken jetzt. Ein bisschen. Und ein bisschen eklig sein, dass ich diese Negativität wenigstens verdient habe. Dass ich wenigstens weiß, warum ich sie bekomme. Dann hält er wieder eine Knarre am Kopf. Ja, eben. Das ist halt voll Kacke, Mann. Könnten wir nicht wenigstens prügeln? Ich hab vorhin schon das Gespräch gehabt. Keiner prügelt sich mehr. Jeder muss sich gleich erschießen oder abstellen. Ich prügel mich gern mit dir, wenn es dir dann besser Ja. geht. Oh nee, Alter, dann habe ich eine Waffe am Kopf, wenn ich dich geschlagen habe. Nein, Ah. wir müssen das einfach in Bikini machen und so ein bisschen so Dreck außenrum und dann hält dir auch keiner eine Knarre am Kopf. Das meinst du? Ach. Ja. Jetzt mal gucken, was ist. Ich glaube, er meint das alles gar nicht so und ich weiß auch mal nicht, wie ich ihn nehmen muss, aber Ja. bin auch Ja, ich nicht hoffe halt einfach. einfach, dass wir das irgendwann mit Humor nehmen können, weil wie gesagt, es gab eigentlich kein großes Drama bei der ganzen Trennung. Und ich fände es jetzt halt schade, wenn es im Nachhinein ein Drama gäbe, weil er irgendwie, keine Ahnung, meint, ich habe das verdient und ich bin so böse oder so. Was er halt einfach, ne? Also man möchte meinen, dass umso mehr Zeit vergeht, umso eher kann man drüber lachen. Und nicht umso schlimmer wird es irgendwie. Irgendwann könnt ihr auch wieder drüber lachen. Also ich glaube, das habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Also Corbin hat mir ja auch geschrieben. Echt? Nur weil das muss ich zitieren, dass das auf. Nein, ich habe das gar nicht mehr auf dem Handy gespeichert. Ja, auf jeden Fall irgendwie so, ja. Ob wir irgendwann mal uns mal wieder auf einen Kaffee treffen können und hin und her und es ist ja alles blöd, wie es gelaufen ist. Und ich habe ihm Hoi. dann nur gesagt, wenn ich nicht mehr das Bedürfnis habe, dich als Arschloch in meinem Handy abzuspeichern, dann können wir das irgendwann mal in Angriff Na, nehmen. Aber siehste. ja, noch steht da drin. Aber das war ja zumindest nett formuliert, ne? Ihr konntet ja schon nett miteinander kommunizieren dann. Ja, so mehr oder weniger nett, Ist ja. doch schön. So. Ich gebe mir Ich Mühe. finde, du bist noch ein Arschloch. Vielleicht ändert sich das irgendwann in 3 Jahren. Mal gucken. Also, es ist ja nett. Na gut. Ja, und er ist so nett wie halt Arschloch sein kann. Ja, aber immerhin ist das einfach. Das war jetzt kein Nein, verpiss dich, sondern. Ja. Ne? Aber ist auch nicht besser als rothaarige Hexe, also. Ja, eben. Weiß auch nicht. Und ich stehe so da und denke mir, was habe ich eigentlich getan? Was habe ich eigentlich getan? Jetzt aber schießt einer. Ich glaube, das bildest du dir nur ein. Okay. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt Mach ins Bett. das. Ja, ich werde jetzt mal zum PD gucken und mal gucken, was mit meinem Auto ist und das Ja. mal regeln und geschäftliches regeln und ach, hör mir auf. Regeln, regeln, regeln. Tara, es war mir eine Freude. Ja, Vielen Dank für ebenfalls. den Kaffee und den Tratsch mal wieder. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, gute Nacht, bis zum Gute nächsten Nacht. Mal. Ciao. Ciao. So, ihr lieben Leute von heute. Das war's mit unserer Tara. Es ist doch wie immer schön. Ich komme nicht auf mein Motorrad. Na gut. Jetzt aber. Das war doch hübsch. Sind wir wieder auf dem neuesten Stand? Haben wir wieder zusammen Kaffee getrunken?
Was will man mehr? In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, meine lieben YouTuberinos.